Liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Dienstag und wir starten, wie in der gestrigen Folge erwähnt, rein und wollen heute mal das mit dem Rad der Schmerzen probieren. Ich habe eins hergestellt, ihr seht, hat mich richtig fett Materialien gekostet, also viel haben wir jetzt nicht mehr da. Wir müssen dann wirklich zusehen, dass wir unsere ganzen Werkbänke wieder aufgebaut kriegen, beziehungsweise, dass die Schmelzen laufen, dass ich da mal wieder ein bisschen Zeug ranfarmen kann. Gut, ich würde gern einen Batu hier mitnehmen. Ihm habe ich nämlich schon einen Knüppel verpasst. Eigentlich müsste es ja dann so sein, dass er mit dem Knüppel schön auf die Feinde eintrischt und die dann auch bewusstlos schlägt. Also somit dürfte eigentlich nichts schief gehen. Rest lasse ich mal dabei. Ich habe Suppe mit dabei. Mehr brauchen wir nicht. Komm, Batu, wir gehen. Wir gehen, mein Freund. Bitte folgen. Folgen Sie mir. So, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Wir laufen fix rüber, ne? Ein Batu? Hallo? Ach, du stehst da unten, kommst nicht rüber. Kannst nicht springen, wa? Das ist doof. Aber du... Ja, da kommt er doch. So, ich rüste das schon mal aus, den Knüppel. Da gibt es auch noch eine bessere Version von, habe ich gesehen. Müssen wir uns dann auch mal ranholen. So, nach Möglichkeit jetzt hier. Jetzt müssen wir erstmal eine sichere Stelle finden. Aber ich glaube, da vorne, wo wir das letzte Mal waren, da ist das doch eigentlich gar kein Thema. Weil dann können wir die nämlich schön da reinpacken, können die da stehen lassen. Und die laufen dann in aller Gemütsruhe durch, ne? Und wir können dann da hingehen und können sie abholen. Ist doch gar kein Ding. So. Genau, hier pullen wir nichts. Da oben sind die Hyänen hier. Wenn ich das hier irgendwo hinstelle, wäre das doch perfekt. Pass mal auf. Gebäude hier nicht zulässig. Shit. Da wäre es aber zulässig. Guck. Ah, dann pulle ich aber da oben die Hyänen. Rüste dich mal besser aus, weil die kommen jetzt. Ein Batu hat jetzt nur einen Knüppel, ne? Na gut, sind nur Hyänen. Aber da ist auch eine. Oh, wie gut, dass wir gleich da eine fette. Nix dabei, verstehst du? We're in terror, fool. Alles klar. Alles klar. Aber nächsten Beil habe ich dabei. Und das nehmen wir. Alchemistische Grundsubstanz haben wir da eben gerade rausbekommen. Und Stahlfeuer. Guck mal, was in der Hyäne da drin ist. Oh, das ist cool. Die können wir öfter abbauen. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt probieren wir das hier aber nochmal. Aber dann... Na, da hinten wird es gehen. Hier. Wir laufen mal davor. Vielleicht geht es da vorne auch noch. Ich meine, ich glaube, das wird halt einfach zu nah an diesem Lager sein. Deswegen können wir es da nicht hinstellen, ne? Ich dachte eben schon, die brauchen irgendwie ein Fundament oder sowas vielleicht. Da, guck, da können wir es doch auch hinstellen. Dann steht es aber doof. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass es so frei in der Luft hängt. Das ist ja auch... Das ist wieder der innere Monk, der da damit spielt. Da können wir es nicht hinstellen. Da. So. Guck mal. Jetzt hängt das hier auch nicht in der Luft, ne? Nö. Sehr geil. Batu, da ist es, unser Rad der Schmerzen. Und jetzt können wir uns die Jungs da oben runterholen. Ich habe jetzt hier auch verdorbene Schleimsuppe dabei. Macht ne. Was ist denn das? Trank des Tierinstinkts. Ein Trank, der Attributpunkte zurücksetzt. Oh, aber der läuft aber ganz, ganz fix ab. Guck mal, 2 Minuten 50. Hm. Na gut, dann wird der ablaufen. In Ordnung. So, Leute. Und jetzt pullen wir uns da mal ein paar. Die knüppeln wir klein und dann packen wir die da rein. Mega gut. Hallo. Hier bin ich. Komm runter. Da ist er. Der Boy. Batu, kommst du mit bitte? Pull den doch erstmal hierher. Ja, genau. Das ist ein Einserkämpfer. Na gut. So, da hätten wir jetzt den ersten. Aber muss ich ehrlich sagen, ein Einserkämpfer. Bogenschütze ist was anderes, aber so ein Einserkämpfer brauchen wir jetzt nicht. Boah, ich sehe auch gerade, ich habe auch gar nichts zum Heilen dabei. Wieder, boah, wieder Hals über Kopf ist er wieder losgerannt.
Komm mal her, Bartu. So, jetzt knüppeln wir den erstmal. Was bist denn du? Ein Zweierkämpfer, das ist schon was anderes. Bartu, das wäre super, wenn du kommen würdest. Jawohl, feste drauf. You will never return to your den. Komm, den nehmen wir mit, Leute. Das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Achtung, wenn ich jetzt den da... Zack. Und anmachen. Mega gut, Leute. Mega gut. So, jetzt will ich aber... Ich will jetzt auch nicht jeden damit... Ist der andere wieder despawn? Ja, die despawn wieder. Guck mal. Das ist gut. Dann brauchen wir uns da auch keinen Kopf machen. Ich hätte halt auch gerne mal so ein paar Leute für... Das ist noch ein Kämpfer, ne? Ein einfacher Kämpfer. Den können wir... Das können wir... Ah, das nehmen wir alles mit. Ich hätte vielleicht mal was zum Heilen holen sollen, ne? Ich Held. Mein Gott. So. Ich hätte gerne da vorne den Träger. Da vorne ist noch ein Tänzer. Das ist anscheinend auch nur ein... Hm. Die Bogenschützen holen wir uns auch. Aber ich hätte gerne mal so ein paar Berufe, wisst ihr? Hallo. Oh, jetzt kommen sie. Bartu, komm. Den Träger hätte ich gerne. Oh, da ist ein Gerber. Das ist ein Gerber. Curse you. Oh, shit, 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 shit. Okay, den haben wir. Wo ist denn ein Bartu? Der Gerber hätte ich gerne. Oh, shit, das überleben wir nicht. Ein Bartu, es wäre super, wenn du kommen würdest. Freund der Sonne. Da ist ein Schmied dabei, da ist ein Schmied dabei, da ist ein Schmied dabei. Feste drauf, Bartu. You will never return to your den. Komm, hau die. Jawohl, feste drauf. Den Hammer. Komm, Bartu, das schaffst du. Jawohl, den haben wir auch. Mach den kaum einen Schlag noch, dann hast du ihn. Whimper in terror, fool. Jawohl. Oh, Bartu, du bist so eine Maschine. So, was haben wir denn hier? Ein Schmied. Den nehmen wir mit. Komm rein, eins. Zack, Schmied ist drin. Dann haben wir hier den Gerber, den hätte ich gerne. Einer. So, und einen Platz haben wir jetzt noch, ne? Und er ist Kämpfer. Und der andere hat den Träger. Wir nehmen den Träger noch mit. Ich will den haben. Supergeil, Leute. Hat geklappt. So, jetzt haben wir hier vier Leute drin. Sind fast gestorben. Okay. Ja, lass mal liegen. Ja, sehr, sehr, sehr geil. Guckt euch das an. Mega gut. Ja gut, bis auf die Tatsache, dass wir halt... So, wie lange läuft denn das? 3 Stunden, 15 Minuten. Ja gut, das ist ja kein Ding. Ich habe das ja ein bisschen beschleunigt. Also die kriegen wir in den nächsten 2, 3 Folgen, haben wir die drin. Mega gut, Leute. Okay, dann lasst uns gleich zurückgehen. Ich muss mich heilen. Und dann können die hier in der Zeit laufen, die hier durch, ne? Finde ich super. Finde ich mega gut. So, dann haben wir nämlich die ersten...
Berufsthralls, wenn sie denn so heißen. Also ihr sagt ja alle Thralls dazu und ich habe jetzt auch gehört, das ist wohl hier in Conan so. Das muss so sein. Alter, war das knapp, ne? War das knapp. Halt mal wieder ohne Sinn und Verstand. Vor lauter, lass mich auch mit. Komm, Vatu, das hast du super gemacht übrigens. Dich ist halt Verlass, dich kann man gebrauchen. Gut. So. Jetzt gehen wir uns erstmal heilen. Und dann würde ich gerne, also ich habe oben das andere Rad, habe ich im Übrigen abgerissen. Da war nur noch der neue Nbatu drin, wenn ihr euch erinnert, den wir da geholt hatten. Und da dachte ich mir so, okay, dann kann ich das auch gleich abreißen. Und ich dachte eigentlich, ich kann das vielleicht wieder setzen, aber nee, Räder muss man dann tatsächlich wieder neu bauen, ne? So, jetzt erstmal hier ein paar Heiltränke, die dann auch bitte. Da nicht. Hier. Die dann auch bitte mal bei dir im Inventar bleiben, ne? Freund der Sonne. Zack. Okay, noch einen hinterher. So, und schon sieht die Welt wieder ganz anders aus. Sehr schön. Nbatu, pass mal auf, mein Freund. Du kannst ja nochmal mitgehen. Geh mal mit. Du steck mal dein Schwert weg. Das kannst du auch wegstecken. So. Hier habe ich übrigens mal, Leute, das habe ich noch fix gemacht. Ich habe hier mal die zwei Hyänen hingesetzt. Ne, die eine Hyäne war noch oben am Rad. Und da dachte ich mir, komm, die setzen wir da hin. Die können schon mal gleich das Tor bewachen. Ist doch mega gut. So, hier wird noch... Was ist hier schon aus? Alter. Ich glaube, ich muss die Produktionszeit mal ein bisschen runterfahren. Das geht ja hier ruckizucki. Naja, wobei, wenn wir jetzt hier mit unseren... So, komm mal her, Nbatu, du darfst zu den anderen ans Feuer. Hier könnt ihr ein bisschen quatschen. Sau gut, oder? Ich finde das so super. So, was ist mit ihm? Es ist, hier ist ein Kämpfer. Und ihn hatten wir ja auch noch geholt, das ist dieser Bogenschütze. Und die will ich dann natürlich da oben rum platzieren, ne? Gut, Leute. Ich würde sagen, wir bauen noch ein kleines bisschen am Turm, weil die anderen, die laufen jetzt durch. Das ist gut zu wissen, dass das jetzt klappt. Dann werden wir demnächst auch nochmal einen Ausflug machen. Werden wir vielleicht sogar die Woche gleich noch machen. Einen Ausflug machen, wo wir dann ja uns die anderen Dörfer mal noch angucken, ne, und gucken, was es da so abzugreifen gibt. Da will ich aber dann zwei, drei Rad der Schmerzen noch bauen, dass wir die dabei haben. Und dann gehen wir da mal los und gucken mal, wo wir da am günstigsten noch einen abgreifen können. Weil die müssen wir ja dann auch alle wieder zurück zur Basis bringen, ne? Ist ja klar. So, ich habe jetzt hier, habe ich irgendwo so eine Kiste, wo All You Can Find rein kann. Ich würde sagen, die hier. Da schmeißen wir jetzt einfach mal alles dazu. Gut, ein bisschen Holz, ein bisschen Stein haben wir noch. Wo waren wir stehen geblieben gestern? Wir wollten hier oben das noch machen, ne? Da bräuchten wir nochmal Sandstein. Von allem ein bisschen. Passen wir auf, das war sie nicht, da war sie drin. Da haben wir Holz, da haben wir noch 1000 Stein. Bloß die Frage, reicht es? Ach, und die Markisen will ich ja auch noch probieren. Da, hier, gucken wir, was brauchen wir denn dafür? Da brauchen wir Pflanzenfasern. Haben wir Pflanzenfasern? Haben wir. Die möchte ich nämlich auch mal sehen, weil vielleicht mache ich das da draußen auch ganz anders. Mach mal 1, 2, 3 von denen. Sehr geil. So. Und da kannst du mal 10 Stück herstellen. Und da stellst du mal 10 Stück her. Gut, und den Kram legen wir wieder hier rein. So. Und zwar, wie gehen wir jetzt hier weiter? Wir hatten gesagt, wenn wir das hier dran machen, da gibt es so ein... Nö. Gibt eigentlich kein Monk-Eck. So. Da müsste ich halt auch... Aber wenn ich hier sowas... Komm, wir gucken uns das mal an. Muss ich sehen, wie es von außen aussieht. Ob man das so lassen kann oder ob das total dumm aussieht. Och nö, guck mal. Oh Leute, da könnten wir hier auch noch so eine indirekte Beleuchtung reinmachen. Ja, mega gut.
Pass auf, das will ich jetzt probieren. Das will ich jetzt probieren. Haben wir noch irgendwo klar? Oh, ich muss hier unbedingt Ordnung reinbringen. Haben wir hier noch irgendwo? Hier haben wir noch das. Was braucht man denn? Ich will da jetzt noch. Ich brauche 1, 2, 3, 4. 4 von den, von diesen Fenster-Treibgut-Dingern. Das möchte ich jetzt ausprobieren, ob das funktioniert. Das wäre natürlich richtig gut. Dann würde das richtig nice aussehen. Hier sind sie. Brauche ich noch Stein. Stein. Stein, Stein, Stein. Hier. Stein und ein bisschen Holz vielleicht noch. Wenn wir schon hier sind. Komm und rein damit. Oh, das wird... 1, 2, 3, 4 haben wir gesagt. So, leg das mal wieder zurück. Weil wenn das jetzt natürlich hier hinpasst, ne? Doch, geht, 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 geht. Pass auf, dann muss ich das aber anders machen. Dann müssen wir jetzt hier auch... Oh, ich lasse mich schon wieder... Anstatt mal eins fertig zu machen. Aber so bin ich halt, ne? So muss das halt sein. Ich hätte gern noch... Genau, die hier hatte ich da. Hängekohlenpfanne. 30 Eisenbarren. Und das ist auch eine Hängekohlenpfanne. Was ist denn da der Unterschied? Oh. Ich baue mal eine von denen. Zwei von denen. Aber hier ist ein Geschirrschrank. Den will ich auch bauen. Den habe ich die ganze Zeit vorhin schon gesucht. Und für die Dinge brauchen wir die hier. Die hatte ich unten reingestellt. Wobei die natürlich auch gut aussehen aus Knochen. Hier brauchen wir Eisenverstärkung. Obwohl, vielleicht sieht es ja auch einfach nur gut aus, wenn man da die Dinger... Oh, ich habe hier noch 10 Stück von denen. Ah ne, das sind die... Ja, ich bin verwirrt. Entschuldigt. So. Pass mal auf. Wenn wir hier... leg das mal hier hin. Das Schwert brauchst du aktuell nicht. Guck mal, wenn ich das hier... hier hin. Ich hänge das jetzt einfach mal... Man sieht es eigentlich nicht mehr, ne? Wenn jetzt hier das Dings davor ist. Komm, lass mich es unten auch machen. Lass mich unten bitte auch dran bauen. Bitte. Geht nicht. Da geht's. Warum geht es da nicht? Och, bitte, bitte, lass mich doch. Dann wird das so gut aussehen. Lässt mich hier. Haben wir das hier anders wie hier? Nö, gar nicht, ne? Da ist es ja auch. Wartet mal, ich häng da mal noch so eine Kohlenpfanne rein. So habe ich das im Übrigen innen drin auch gemacht. Oh, was ein Gefummel. Heben, senken. Das hängt dann zu arg. Ja. Ne, das würde dann rausgucken, ne? Saublöd. Warum geht denn das jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle? Ja, wenn wir da... Also wenn wir hier einfach nur die Kohlenpfanne rausholen. Geht das dann? Ja, das liegt an der Pfanne tatsächlich. Aber okay, wenn es halt nicht anders geht, dann machen wir das halt ohne Beleuchtung. Beziehungsweise, wir können ja nochmal gucken, ob wir dann vielleicht auf dem Boden eine Beleuchtung hängen. Das wäre, aber so sieht es ein sauberer Abschluss. Das ist richtig gut. Zack. Zack. Guck mal, jetzt sieht es voll sauber aus, als hätte es so gesollt. Macht auch das Tor ein bisschen mächtiger, finde ich, ne? Ja gut, das mit dem Segel hier oben drauf, also schon geil gemacht. Gefällt mir richtig gut. Allein schon deswegen hat sich denn der Kauf des DLCs gelohnt. So. Okay, das haben wir.
Genau, dann sieht das hier innen drin so aus. Und hier haben wir dann auch... Okay, da oben hätten wir... Dann machen wir ein Tor zu. Hier oben haben wir dann ein bisschen Luft. Da ist halt die Frage, was könnte man da noch reinmachen? Aber vielleicht fällt mir dazu noch was ein. Gut, ich wollte hier mal noch... ja, hier genau, das ist jetzt das Problem, wenn wir das hier machen. Gut, wir müssen ja hier nicht rumlaufen, oder? Hier und hier, sondern wir können das ja... So, und hier kommen dann die Geraden dran. Zack. Hier sind wieder gerade, da müssten die Dinger wieder ran. Genau. Und dann die hier wieder. Und dann kommen hier wieder die. Okay. Moment, da müssten hier dann an den Stellen, wo die Dreiecke sind, kommen die Geraden hin. Wo die Geraden sind, kommen die Dreiecke hin. Müsste das ja eigentlich so aufgehen, oder? Da kommen wieder Dreiecke hin. So, und dann haben wir hier halt das Problem, weil wir dann hier so ein kleines Eck haben, was dann halt nicht gut aussieht. Aber, doch, wir, wartet mal. Ich muss hier nochmal von den Dingern machen. Sorry, Leute. Ich bin da jetzt voll drin, ne? Ich habe da jetzt gerade so Bock drauf, das zu bauen und zu machen. Und hier so mega gut, ey. Nimm mal die Steine schon mit, wenn du die hier hast, weil dann können wir die gleich rüberlegen, dann finden wir sie auch. Dann finden wir sie auch. So, hier, das und das darüber und dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Sehr gut. So, und dann brauchen wir noch von diesen Dreiecksteilen. Hier. Brauchen wir mehr Stein? Ach, das habe ich rübergelegt, ne? Ich hält. So. Ah, das ist ein bisschen, also da muss ich sagen, das ist ein bisschen nervig bei Konsolen. Dass man da halt nicht suchen kann. Das ist auf dem PC ein bisschen besser. Aber ansonsten, um mal ein Fazit zu ziehen nach so, weiß gar nicht, wo wir jetzt sind, knapp 30 Folgen oder so, ne? Es lässt sich sehr, sehr angenehm auf Konsole spielen. Bin positiv überrascht und schwer begeistert. So. Aber das nur mal so als kleines Fazit am Rande. So, und wie hatten wir... Pass mal auf, hier hatten wir doch gesagt. Schon wieder leer. Das gibt's doch nicht, Alter, was wir hier Material verballern. Unglaublich. Bau hier mal noch bitte. Fünf Stück. Sollte eigentlich reichen für das, was ich jetzt hier probieren will. Guck mal, da drüben haben wir doch auch wie so einen Kranz gemacht, ne? Geht das hier nicht? Warum geht das jetzt hier nicht und da drüben? Oh. Hier ist so ein Eck. Aber. Nee, so hatten wir, so haben wir das drüben. Ah, genau so haben wir das drüben. Jetzt ist es gleich, oder? Hier fehlt ein Eck, da drüben fehlt ein Eck. Ja, sehr gut. Dann ist es gleich. So, und dann haben wir hier den Laufweg. Den könnten wir ja sogar noch eventuell... Ach, komm. Das muss ich jetzt fertig bauen, ne? Das geht ja jetzt wohl nicht anders. Also das kann ich jetzt nicht so lassen. Hier dran. Was fehlt's denn? Stein. Okay. Warum läufst du jetzt eigentlich mit dem ganzen Kram da hoch? Kannst du mir das mal verraten? Weil ich's kann. Einfach, weil ich's kann. So. Wo fehlt denn das Ding jetzt noch? Hier, zwei Stück fehlen da noch. Oder? Tada! Ja, das ist gar nicht so schlecht. Ich meine, zubauen können wir das ja hier nicht, ne? Wobei, offen lassen ist ja auch doof. Weil ein bisschen was auf der zweiten Etage sollte ja schon auch da sein. Aber wie machen wir das? Wie stellen wir das an? Was könnten wir auf die zweite Etage bauen?
Das ist eine gute. Wir könnten da vielleicht ein bisschen weiter rein und da unten eine Säule setzen. Wenn das ginge. So hier, wo ich jetzt mit dem weißen Punkt bin, dass wir hier ein bisschen reinrücken. Und dann müssten wir aber hier auch ein bisschen reinrücken, dass das so ein bisschen synchron bleibt. Gute Frage, nächste Frage. Aber ich glaube, Leute, also die Wände werde ich dann... Die Wände werde ich nicht machen. Ich glaube, dann nehmen wir tatsächlich... Kommt her, das probieren wir jetzt noch schnell. Das will ich jetzt nur probieren. Ich glaube, wenn wir die Wände von da drüben nehmen, dann... Also diese... Na, wie heißt denn? Isoliertes Holz. Ihr wisst, was ich meine. Da, wo wir drüben den Bunker gebaut haben. Wenn wir die Wände nehmen, dann sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Das probieren wir jetzt noch. So, die Sachen kannst du mal hier rüber. Das machst du mal hier rein. Komm, dann lass uns drüben mal zwei, drei Wände noch fix abbauen. Hier von dem, dieses Holz. Ich glaube, das könnte gut aussehen. Oder wir bauen die zweite Etage natürlich auch noch mit diesem Treibholz. Also ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut, ne? Das muss ich echt sagen. Okay, das kannst du mal lassen. Pass mal auf, die isoliertes Holz. Zack. Und die nimmst du mal mit und Auto schließen. Ne, zurück ins Inventar. Zack. Ah, die Tänzerin. Du kriegst auch einen Platz drüben im neuen Herrenhaus. Da finden wir auch ein Plätzchen für dich, logischerweise. So, komm, das reicht eigentlich schon. Ich will nur kurz gucken, ob mir das so machen kann. So, und wenn du schon mal hier rumstehst, komm, dass wir alle drüben haben. Kommst du mal mit? Du kommst mal ein bisschen auf Terrasse. Ne? Wie jene. Guck mal, du kannst dich hier hinstellen. Zack. Und dann seid ihr nämlich alle auch beim Futterdruck und dann passt es. So. Und zwar... Aber dann müssten wir hier... Ah, da könnten wir das aber anders zubauen. Da könnten wir hier wie so noch... Oh ja, oh ja. Grandiose Idee gerade wieder. Die Pavillons haben wir auch noch nicht gesetzt. So, und zwar, das ist dann der Innenbereich. Das ist der Außenbereich. Wobei ich glaube, dass wir dann den Gang außenrum noch eins breiter machen müssen. Ah, nee. Ich baue die jetzt einfach mal so hier hin. Ah, geh da hin. So, und die anderen bauen wir mal darüber. Nur mal zu sehen, wie das wirkt. So sieht's von innen aus. Und von außen. Oh ja, Leute. Ich glaube, das machen wir. Dann können wir nämlich auch das von dem Hauptding hier drüben, können wir das dann schon mal hier verbauen. Dann brauche ich jetzt nicht noch so extrem farmen zu gehen, sondern können wir erstmal das verbauen, was wir da drüben haben. Ja, mega gut. Mega gut. Dann können wir das hier drüben abbauen, können hier dann weiterbauen. Und dann passt das. Und was wir hier machen... Hier? Ja gut, müssen wir hier Fenster haben? Aber dann könnten wir hier sogar... Aber dann ist die Frage, wie kriegen wir das zu, ne? Da müssten wir halt echt noch zumachen, aber dann lappt das durch das Tor und das sieht auch doof aus. Da muss ich mir was einfallen lassen. Wie wir das hier... Aber dann hätten wir hier vielleicht noch so einen separaten Raum. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre halt mega gut eigentlich. Könnten wir hier eine Wand? Ja, das probieren wir mal aus. Liebe Leute, das soll es schon gewesen sein. Um Gottes Willen, so schnell ist eine halbe Stunde rum. Liebe Leute, das soll es gewesen sein. Wir gucken mal, was wir jetzt die Woche noch anstellen. Also ich würde gerne nach Möglichkeit...
bin ehrlich, am liebsten würde ich jetzt hier in dem Turmlauf so lange rumbauen, bis er fertig ist, aber das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Ich werde auch offscreen immer mal wieder so ein bisschen bauen, ne? Nehme euch aber bei den wichtigen Sachen mit dazu, logischerweise, und wir gucken mal, was wir in der morgigen Folge machen, eventuell einen kleinen Ausflug. Wir werden schauen, dass wir ja noch ein paar NPCs rankriegen und ansonsten erwartet auf der Karte sowieso noch ganz, ganz viel auf uns. Aber die anderen NPC-Dörfer vielleicht auch nochmal abgrasen. Dungeon da unten haben wir erledigt, da unten ist aber auch noch ein Dungeon. Und wo wir noch gar nicht waren, ist hier im Dschungel. Und da habe ich auch schon gelesen, dass es da auch nochmal ein paar Tierchen gibt, die man sich ranholen kann. Und was ich auch gelesen habe, hier in dem Bereich hier irgendwo, muss es einen Tierhändler geben. Da will ich auf jeden Fall auch hin. Also so eine Dschungelexpedition müssen wir auch machen, definitiv. Und hier oben, ja, so richtig angekommen, hier oben sind wir ja auch noch nicht, ne? Und im Schneegebiet waren wir auch noch gar nicht. Also, es gibt noch viel zu tun. Liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Kommt gut in den Mittwoch, und wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen zur nächsten Folge Conan Exiles. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.